In meiner Wohnung sind so um die 120.000 Grad. Alle, die in einem Dachgeschoss wohnen, wissen den Struggle. Ich kann nicht mehr und ich muss jetzt auch rausgehen. Aber davor wollte ich euch noch erzählen, über was ich mir Gedanken gemacht habe die letzten Tage. Es ist so krass, wie wir uns über Klamotten definieren. Ich meine, das war schon immer so. Wieso sonst hätten Frauen der Renaissance Gefängnisse getragen? Die mussten im Stehen kacken und pinkeln. So dramatisch ist es nicht mehr. Man hat sich schon immer über Klamotten definiert, aber ich glaube in Zeiten von Instagram und Social Media more than ever. Ich meine, durch was willst du dich sonst auf so einem Foto ausdrücken? Da bleibt eigentlich nur dein Gesichtsausdruck und das, was du anhast, wenn man es mal runterbricht. Ironischerweise gucke ich hier drauf. Entschuldigt bitte diese unfassbare Unordnung hier. Supreme, Spotify, Supreme. Wenn wir mal in meinen Schrank gucken, ich besitze ein Gucci-Shirt, das ich literally einmal in meinem Leben getragen habe. Das ist eine Schande. This is what I have become. Da gibt es auch bestimmt extremere Beispiele, aber trotzdem, ich definiere mich auch über Kleidung und ich kenne mich nicht mehr aus. Ich war so hilflos heute. Guck mal, was ich anhab. Das war's. Aber ich würde trotzdem mal gerne wissen, wie sehr ich mich durch Klamotten definiere. Und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu einem Secondhand-Shop. Kaufe die hässlichsten Sachen, die ich finden kann. Meiner Ansicht nach zumindest. Und laufe den ganzen Tag damit rum. And I'm still a piece of garbage. Ich werde Freunde treffen, ich werde nach Berlin fliegen, ich werde draußen rumlaufen und ich ahne schon, dass es sehr unangenehm für mich wird. Let's go! Und so habe ich mich auf den Weg gemacht in das Land der already benutzten Kleidung, in meinen Secondhand-Shop des Vertrauens und habe mich reingewagt zwischen Pailletten, kuriose Stoffe, überhässliche Muster. Ich war sehr geschockt. Da gab es einige Teile, die wollte ich ganz schnell wieder vergessen. Aber ich habe es durchgezogen. Erst hatte ich diese Hose. Die hat mir aber leider nicht gepasst. Sie hatte so ein kurioses Ding hängen. Ein paar wundervolle Hemden zur Auswahl. Und dann habe ich alle Lebensentscheidungen bereut, die ich bis hierhin getroffen habe, die mich zu diesem Zeitpunkt geführt haben. So, jetzt muss ich mal ein kleines Geständnis machen. Das ist ein bisschen eskaliert, mein kleiner Shopping-Trip. Weil nachdem ich im Secondhand-Shop war, bin ich ausgerastet und bin noch in einen anderen Laden gegangen. Leute, ich fliege in 2 Tagen nach Mallorca. Das ist eine ganz andere Story. Vielleicht komme ich noch dazu. Hab mir aber noch so ein paar, vielleicht, dass ihr einen Sense von meinem eigentlichen Style bekommt. Ich habe alles sehr einfarbig, schlichte Farben. Mir so ein Bikini-Oberteil gekauft in schwarz. Aber auch brown and blue. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Blau ist blau. Das ist so typisch ich. Übergroße Shirts in beige und in schwarz. Diese Tasche, die ich mega cool fand. Es geht schon fast wieder so Richtung 2000er. Finde ich sick. Und ich war plötzlich der Ansicht, dass ich schwarze Sneaker brauche. Oder zumindest welche, die so ein bisschen Schwarzanteil haben. Ich weiß jetzt nicht, was Sneaker-Pros dazu sagen würden. Das ist ein bisschen älteres Modell, glaube ich. Aber ist cute. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Tee. Secondhand-Shops können eine richtig coole Sache sein. Wenn man einen Fashion-Sense hat. Ich war mal mit einer Freundin in einem Secondhand-Shop. Die hat da Sachen rausgezogen und ich dachte mir so, wow. Aber mein Outfit, das ich jetzt tragen werde und das ich mir so in meinem Leben niemals gekauft hätte und ihr werdet gleich sehen, warum, ist dieses hier. Es besteht aus einer Jeans. Diese Jeans hat hier Löcher drin, genau an den Hips. Und hier unten so aufgebügelte Patches. Allein schon dieses Muster, dieses Bandana-Muster. Oh, hier hinten ist auch noch ein Loch, das habe ich gar nicht gesehen. Why? Und passend zu diesem wundervollen lila Ton habe ich ein Oberteil gepickt, das gegen alle meine Prinzipien geht. Die Farbe, das Muster, der Stoff, der Schnitt. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es so einen wunderschönen Animal Print Gürtel. Wow. Den man beidseitig benutzen kann. Der hat so eine Doppelschnalle hier vorne. Das sind die 2000er, die man am liebsten aus der Geschichte streichen würde. Das war mir auch so suspekt, das musste mit ein wundervolles Jeans-Accessoire. Accessoire. Unangenehm. Und die hier. You better stop! Als ich
dazu noch irgendwas sagen? Und dann dachte ich mir, kann ja sein, dass man vielleicht abends nochmal wild wird. Dieser wundervolle Einteiler. Gar nicht mehr. Und weil ich auf so ein Shopping-Adventure gegangen ist, ist es jetzt schon ziemlich, ziemlich spät. Das heißt, die eigentliche Qual beginnt mit dem morgigen Tag. Ich habe Angst, aber ich schlafe drüber und vielleicht sehen die Sachen morgen gar nicht mehr so schlimm aus. Still a piece of garbage. Es ist soweit. Tag X ist gekommen. Ich ziehe diese hässlichen Klamotten an. Sogar in zwei Städten auf einmal. Annika, bist du schon gespannt auf meinen Style? Ich habe noch nichts gesehen, aber ne? Ja, dann ich weiß, viel Spaß. Ja, peinlich ist, mit dir rumzulaufen nachher. Das nenne ich mal Kombi fatal. Oh mein Gott. Ist aber fancy. Was? Also, das ist dein Haus, oder? Das ist ausgeschnitten. Wie hey, das nee. Ist dann doch. Nein, es ist so peinlich. Es ist mir so peinlich, also, so rauszugehen. Das Oberteil ist... Ja. Das hat... Das ist schon ein bisschen... Ah, warte. Es fehlt noch eine Sache. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Hey? Oh, B ruft an. Hallo? Ja, also ich bin absolut nicht bereit, in diesem Outfit nach draußen zu gehen. Mann, die kontrollieren mich bestimmt auf der ja, Security. Du bist irgendwo ausgelaufen, die auch aus der Klinik. Unsere gute Freundin Bee holt uns ab und fährt uns zum Flughafen. Das ist voll was? Ich habe mir die hässlichsten Klamotten ja, ausgesucht. Die sieht man, aber sieht irgendwie auch. Ein bisschen stylisch, ne? Ja. Sieht's aus. Dafür sind Freunde da. In deinen schlimmsten Momenten sind die immer noch nett zu dir. Das ist doch nicht stylisch. Hast du Frühstück geholt? Oh mein Gott, du hast Frühstück geholt? Ich habe so Angst, zum Flughafen zu fahren. Was, wenn die irgendwas zu mir sagen? Sagen die nicht. Danke fürs Fahren. Danke, Bietje. Jetzt wird's ernst. Vor allem, ich habe gerade realisiert, dass ich einfach durch die Security gehen muss und die mich einfach komplett checken. Und es ist die awkwardeste Situation, in die ich mich hätte begeben können zu diesem Punkt. Annika, das war das Unangenehmste, was mir je passiert ist. Wirklich. Die haben mich kontrolliert und dann zu diesem, weil ich so stehen musste, in diesem Scan-Gerät. Und dann sagt die Frau so zu mir, was hast du da an? Nein, hat die nicht wirklich. Doch. Ist das jetzt der neueste Trend? Und ich so. Ohne Witz. Ich dachte niemals, dass mir das so unangenehm sein wird. Und ich habe schon alle gucken. Die Polizisten haben geguckt, die haben so meine Hüften angeguckt. Die haben so gesagt, so. Der hätte mich gern mal so angucken können. Und vor allem, es gucken auch echt relativ viele Leute mich an. Wir sind gerade an so einer Jungsgruppe vorbeigelaufen und der hat sich noch extra umgedreht und hat so auf meine Hüften geguckt und war so, jetzt habe ich auch noch meinen Koffer vergessen bei den Securities. Die denken alle, ich bin komplett bescheuert, ey. Ich dachte nicht, mir ist nicht viel unangenehm. Ich dachte nicht, dass mir das so unangenehm wird und dass die Leute so gucken, weil, es ist einfach unangenehm. Ich sag mal so, die Stewardess war auch nicht so begeistert von meinem Look. Das ist so awkward, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ja, wir machen da einer so, ein Foto machen. So richtig auf Papa. Also. Die von mir ja, gemacht? Wir haben Kluge getroffen. Was hältst du denn von meinem Outfit? Ich finde das klasse. Ich habe auch echt keinen Bock mehr jetzt. Es ist mir einfach zu viel mittlerweile. Ich will einfach nur mich in meine Klamotten umziehen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Stockwerk das war. Oh mein Gott, das sieht so schlimm aus. Jetzt sehe ich das erst. Okay. Gucken, wie die reagieren werden. Falls wir im richtigen Stockwerk sind. Nee! Nee! Ich habe gerade diese Taschen, also diese fehlenden Taschen gesehen. Aha. Und? Das ist Hammer! Hammer! Siehst du? Absolut! Siehst du, die liebt das! Alle meine Freunde.
alle so wirklich nett zu mir. Dass ich angeguckt habe. Wie eine Irre. Ich bin so froh, dass wir in vier Wänden sind, weil ich kann einfach nicht mehr dieses Outfit tragen. Es war so belastend. Aber eine Lehre. Anscheinend sind mir Klamotten doch wichtiger als Persönlichkeit. Also ich muss sagen, als Resümee, ich fand es gar nicht so schräg und meine Freunde fanden es alle auch nicht schräg, aber die Blicke von den Leuten waren legendary. Mein Lieblingsmoment waren wirklich die Polizisten hinter der Security, die mit so fetten Knarren da standen und mich einfach nur mit offenem Mund angeguckt haben. Ich sehe gerade, es ist sehr unvorteilhaft, wenn man sitzt, diese Hose. Es sieht nicht schön aus. Apropos diese Hose, es kommt einem auch so ein bisschen intim vor, weil es genau Stellen sind, die sonst niemand sieht. Und dann hast du die einfach offen auf so einer Hose. Das war so ein bisschen unangenehm, weil die alle da hingeguckt haben. Wie so ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, wie viel dieses Outfit gekostet hat. Es ist shocking. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Bandana-Content. Vanessa hat übrigens mein anderes Outfit wieder verwertet, das ich gekauft habe. Mama, du bist doch schön. Du bist ein richtig sexy Leopard. Topmodel. Topmodel. Cool.